Herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr Mods vom Modtaster downloaden könnt und installieren könnt. Zuerst einmal öffnen wir einen Browser der beliebigen Wahl. Danach gehen wir hier oben www.modtaster.de. Und dann klicken wir hier drauf und dann verbindet er erstmal unsere Seite. Gut, dann sind wir hier angekommen auf Modtaster. Hier können wir uns nur einen Mod der beliebigen Wahl aussuchen. Ich nehme jetzt mal den hier. So. Ja. Und hier kommt auch unten schon Direct Download und Download Link. Wir nehmen jetzt die Direct Download, das geht schneller. Da würden wir jetzt draufklicken. Und dann würden wir hier klicken, um Download zu starten. Aber da ich das jetzt hier schon downloadet habe, muss ich das jetzt nicht mehr machen. Tabs schließen, so. Dann gehen wir auf, wenn wir das downloadet haben, dann gehen wir auf Computer. Und dann gehen wir hier auf Downloads. Und hier steht dann der Mod, den wir gerade eben downloadet haben. Ich mache es immer so, ich ziehe mir das auf den Desktop und öffne ich Dokumente, My Games, Farming Simulator 2013, Mods und dann füge ich das hier ein. So, dann haben wir das hier und somit ist der Mod eigentlich schon im Großen und Ganzen installiert. Der wird dann bei euch auftauchen. Ihr müsst natürlich das Spiel gepatcht haben, sprich ihr müsst zum Beispiel, am besten wäre es, wenn ihr den 2.0 Patch habt, den Public Patch, dann könnt ihr auf landwirtschaftssimulator.de downloaden. Ja, das war es von meiner Seite her, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und tschüss!